hoch, denn da wird es sehr, sehr eng. Muss man bergauf fahren, dann geht es wieder runter Richtung Karthalle, dann kurz wieder auf die Rennstrecke und dann gehen wir halt nochmal drüben auf die andere Seite, Thebe und dann oben das Eng und dann zurück. Also das wird schon ein Weilchen dauern, bis da eine Runde absolviert ist. Und Freunde, das ist natürlich hier jetzt nochmal die letzte Gelegenheit, die Jungs richtig kräftig anzufeuern, so wie er das schon in den 5 Tagen gemacht hat. Und Race Number One ist eröffnet hier beim finalen Abschlussrennen der International Six Days Enduro hier rund um den Sachsenring.